Es besteht die Gefahr, dass Opfer beschuldigende und von Sexualitätsmythen geprägte Argumente wie wenn die einen so kurzen Minirock anzieht, ist sie selbst schuld, ebenso wie stereotype Narrative von anständiger Bekleidung die Rechtspraxis beeinflussen. Mein Name ist Laura Jakobs und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Grundlagen des Rechts an der Boterius Law School. Was heißt Upskirting? Der Begriff Upskirting meint zunächst einmal das heimliche Fotografieren intimer Bereiche des Körpers. Upskirting passiert dabei jedoch nicht zufällig, sondern ist Ausdruck von sexualisierter Gewalt. Das Opfer wird ohne bzw. gegen dessen Willen zum Objekt sexuellen Begehrens gemacht, zum Objekt der Lust des Täters herabgewürdigt. Mit der Istanbul-Konvention gesprochen, ist Upskirting eine Form von ungewolltem, sexuell bestimmten, nonverbalem Verhalten mit dem Zweck oder der Folge, die Würde einer Person zu verletzen. Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtliches Abkommen, das die Bundesrepublik Deutschland bereits 2017 ratifizierte. Upskirting tritt in Form geschlechtsspezifischer Gewalt, zum Beispiel gegen Frauen auf, wenn Frauen aufgrund ihres Frauseins betroffen sind oder unverhältnismäßig oft Opfer dieser Tat werden. Ein großes Problem bei Upskirting ist, dass es noch immer eher in den peinlichen Bereich fällt und mit viel Scham für die Opfer verbunden ist. Es mangelt an empirischen Studien, um die Zahl der Betroffenen benennen zu können. Upskirting ist in vielen europäischen Ländern verboten, zum Beispiel in Belgien, England, Frankreich und der Schweiz. In Deutschland tritt bald ein neuer Paragraph in Kraft. Der Bundesrat hat im September dieses Jahres eine Gesetzesänderung gebilligt, wonach Upskirting im neuen Paragraph 184k Strafgesetzbuch, kurz StGB, abgebildet wird. War Upskirting in der Vergangenheit strafbar? Bislang war die Hürde für eine Strafbarkeit sehr groß. Auch wenn das Strafgesetzbuch auf den ersten Blick einige zutreffend erscheinende Normen bereithält, steckt der Teufel im Detail. Paragraph 201a Absatz 1 StGB, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, ist nur selten einschlägig, da der räumliche Schutzbereich gerade dann nicht betroffen ist, wenn die Bildaufnahme im öffentlichen Raum erfolgt. Eine Beleidigung nach Paragraph 185 StGB wendet die Rechtsprechung im Regelfall ebenfalls nicht an, da es bei Upskirting an einer die Ehre herabsetzenden Kundgabe fehle. Darüber hinaus kommt eine sexuelle Belästigung gemäß § 184i StGB nicht in Betracht, da es hierfür einer körperlichen Berührung bedarf. Upskirting konnte bislang allenfalls als Ordnungswidrigkeit in Form einer Belästigung der Allgemeinheit gemäß § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz geahndet werden. Das unbefugte Fotografieren intimer Bereiche des Körpers greift aber viel mehr in die sexuelle Selbstbestimmung und das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person ein. Die Allgemeinheit ist davon nur sekundär betroffen. Die entsprechende Norm aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht erfasst das Tatunrecht also nur unzureichend. Hier zeigt sich, dass auch das Recht Teil eines gesellschaftlichen Wandels ist, wonach Sex ebenso wie sexualisierte Gewalt nicht mehr allein anhand moralischer Kriterien beurteilt werden, sondern Autonomie und Konsens im Vordergrund stehen. Was sieht der neue Gesetzesentwurf jetzt vor? Nach dem neuen Paragraph 184k Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft, wer absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschützt sind. Das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung des Schutzguts der sexuellen Selbstbestimmung. Dabei müssen aber auch die Rechte von Trans- und Interpersonen mitgedacht werden. Die Formulierung weibliche Brust birgt in einer binär dominierten Geschlechterordnung die Gefahr diskriminierender und entwürdigender Beweisanträge. Des Weiteren wirft die Formulierung der Norm die Frage auf, wann ein körperlicher Bereich gegen Anblick geschützt ist und wie umfassend dieser Schutz sein muss. Diskussionen darüber, wie lang der Rock einer jungen Frau sein darf, damit dieser noch zureichend gegen Anblick schützt, sind zu befürchten. Es besteht die Gefahr, dass opferbeschuldigende und von Sexualitätsmythen geprägte Argumente wie wenn die einen so kurzen Minirock anzieht, ist sie selbst schuld, ebenso wie stereotype Narrative von anständiger Bekleidung die Rechtspraxis beeinflussen. Strafwürdiges Unrecht des Verhaltens des Täters ist und bleibt aber das Hinwegsetzen über den erkennbaren Willen des Opfers. Wichtig ist, dass das Strafrecht in einem demokratischen Rechtsstaat immer Ultima Ratio, also das letzte Mittel, darstellt und nicht alternativlos ist. Mindestens genauso wichtig sind präventive Mittel zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt.